Barrikaden gegen einen Dämon. Schafft endlich eure Sachen raus! Beeilt euch! Es kann nicht mehr lang dauern! Das war kein Hashtag, das war ein Tifa. Das Gute ist auch keine Hashtag. Ja. Das könnte ein Hashtag sein. Er hat zwar nicht die übliche Peitsche, aber es ist definitiv ein Dämon der Dunkelheit. Und weißt du, was ich habe? Ich habe so ein komisches Toxin, das sehr gut gegen Dämonen hilft. Das man auf die Wurfwaffe auftritt. Aha. Ein Angriffsmuster wenigstens Sinn ergeben würde, wäre das toll. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht bewegen. Ach, die tun sich gegenseitig weh, das ist ja nett. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Kommt näher, kommt näher. Aha. Autsch. Genau in der Flugbahn gestanden. So, wo ist der Kerl? Da ist er. Hab nochmal. Der ist schneller als ich. Puh, jetzt geht das wieder los. Man könnte sagen, dass er zwei Hörner hat. So, ich mache jetzt nicht gerade mit Wurfmessern fertig, oder? Das ist fast schon peinlich für einen Dämon, mit Wurfmessern diese geknüppelt. Verdammt, das Wasserbotoxin ist aufgebraucht. Das war mein einziges. Ah. Errungenschaft freischalten, Dämonen schlechter. Tschüss. Da
das ist mein Sohn. Liebe Freunde, es hat der göttlichen Löwin gefallen, uns am heutigen Tage zu prüfen. Und ich sage, wir haben uns gut geschlagen. Dieser Schurke hier, seiner finsteren Magie, wollte er die Kräfte der Niederhöllen erneut auf unsere Stadt loslassen. Doch mit vereinten Kräften haben wir es verhindert. Dank sei eurer Tapferkeit. Dank sei der göttlichen Löwin. Liebe Freunde, der Schurke wird seine gerechte Strafe erhalten. Doch heute ist kein Tag des Grimms. Heute soll ein Tag der Freude sein, an den sich Wahrung noch lange zurückerinnern wird. Ein Tag der Treue. Und an eben diesem Tag will auch ich die Treue feiern. Warunka, eurem Mut zu ehren, nehme ich heute die schöne Kalandra zu meiner Frau. Toll. Einmal Zeichen der Humusgeister, Kiesel des Lederwams. Humus ist das der Geist des Lebens. Im Rondra-Tempel. Was soll das? Was wird hier gespielt? Azarel. Ich fürchtete schon, du würdest es nie begreifen. Keine Hochzeit. Eine Vereinigung im Namen des Meisters und im Kreise seiner Diener. Nichts, was dir fremd wäre. Kalandra, ich bin gleich bei dir. Tu es nicht! Du spielst dir in die Hände! Mein Kompliment übrigens. Deine Erziehung war vorbildlich. Ich habe sie schon fast überzeugt. Kalandra, was immer sie dir bietet, nimm es nicht an. Und sie ist sogar unberührt. Zu schade, dass ich das nicht mehr nutzen kann. Das Erwachen hat schon begonnen. Du dreckige Dämonenmetze! Lass die Finger von ihr! Vielleicht schenke ich sie Falk. Als kleinen Ansporn. Er kann ja nicht immer so versagen wie am Praios-Tempel. Genug geredet. In die Niederhöllen mit euch! Oh nein! Die Rondrianer gehören alle mit dazu? Ja, ich muss hier weg! Der hat einen Pfeil in der Hand! Das Ding macht 2d6 Schaden. Plus 2. Solltest zumindest. Gefriere, zerschelle. Ihr seid keine Rondrianer. Du wolltest in den Kampf einsteigen. Befreiungsschlag, sehr schön. Au! Ein Sturmangriff. Mindestens nicht einzeln aufzutreten. Also größtenteils einzeln. Was haben wir denn noch so an Giften dabei? Halbgift, ganzes Halbgift. Auf Wurfmesser. Auf Wurfmesser. Auf Wurfmesser. Warum kann ich die nur auf die Wurfmesser auftragen? So, du gehst auf die... Nein, belegen! Ah, fuck! Das wollte ich nicht. Auf Wurfmesser auftragen. Ich nehme gerade das Halbgift. Vielen Dank.
Oh Gott! Falk, hör auf! Ich werde es tun. Doch bitte lasst sie am Leben. Du wirst es nicht bereuen, Kind. Sprich einfach die Worte. Von heute an wird Blut aus Blut erweckt. Du weißt nicht, was du tust, Kalandra! Halt dein Maul, Krüppel! Drum, Borbarat, nimm meine Seele hin. Sie möge sanft in deinen Händen ruhen. Nehmt meine Seele. Lasst sie gehen! Lieber Chiron, deine Seele ist weniger wert als ihre. Mach weiter, Kalandra. Freiheit aus Schmerz, Macht aus Willen. Jeder Mensch ein Magier. Hervorragend, ganz hervorragend. Ihr habt etwas versprochen. Natürlich, mein Kind. Deine Lieben sind in Sicherheit und wir beide machen nun eine hübsche Studienreise. Aber die Hochzeit, Mutter. Was soll ich den Varunkern sagen und den Rondrianern? Du hast deine Gabe nicht unter Kontrolle. Du hast Kalandras Blut vergossen. Dein Beschwörer hat sein Werk nicht vollendet. Du hattest deine Chance und du hast versagt. Sie wird dir nie gehorchen, Azaril. Sie ist klüger, als ich es damals war. Falk, diese beiden werden eingesperrt. Du haftest mit deinem Leben für ihre Sicherheit. Ich finde dich, Azaril. Ich kann es kaum erwarten, Chiron. Ich kann es kaum erwarten. Hey, aus! Halbgift verbraucht. Na, immerhin das. Ah, super. Keine Geheimnisse mehr. Du hast recht. Du hattest von Anfang an recht. Tut mir leid, Chiron. Also, frag. Wer ist Azaril? Azaril ist die Hochprophetin Borbarats, des Dämonenmeisters. Sie ist das Oberhaupt der Borbarat-Kirche. Was will sie von uns? Warum hat sie Kalandra entführt? Und was hast du damit zu tun? Du weißt, wir sind all die Jahre durch die Schattenlande geflohen. Von Versteck zu Versteck, ständig in Angst vor den Borbaradianern. Wir wurden aber nicht zufällig verfolgt, Chiron. Wir flohen vor Azarils Schergen, die uns fassen sollten. Mich und euch. All die Jahre lang. Warum? Um sich zu rächen. Bevor ihr geboren wurdet, war ich selbst ein Borbaradianer. Ich diente Azaril mit all meiner... Ich war ihr treu ergeben. Doch dann habe ich sie verraten. Verraten und bestohlen. Warum? Für Kalandra und für dich. Dieser ganze Aufwand, die Hochzeit, die Unterwanderung der Rondrianer, das alles wegen Kalandra? Chiron, Kalandra ist nicht irgendwer. Auch du bist nicht irgendwer. Was soll das heißen? Azaril hat euch auserwählt. Euch und 5 andere Kinder. Ihr 7 wurdet nicht wie andere Kinder geboren. Ihr kamt bei einem Ritual zur Welt, in dem Azaril einen mächtigen Dämon beschwor. Dieser Dämon sollte euch mit enormer, niederhöllischer Kraft ausstatten. Azaril sprach von den Gaben. Wie erfolgreich das Ritual war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht mit ansehen konnte, wie Azaril 7 Neugeborene irgendeinem Dämon preisgab und dafür das Leben ihrer Mütter opferte. Und als nächstes erzählst du mir, dass diese 5 anderen Kinder ebenfalls meine Geschwister sind. 7 Linge? Alle am gleichen Tag und von der gleichen Mutter geboren? Chiron, Kalandra ist nicht deine Schwester. Juhu! Doch kein Inzest mehr. Das müsste Bus wiederfinden. Verdammte Scheiße!